Hallo Leute, weiter geht's jetzt mit Let's Play Call of Duty 2. So, wir haben den 14. Juli 1944, 11.20 Uhr. Beaumont, Hawk, Frankreich, bedeckt, 22 Grad Celsius. Seit dem D-Day ist alles hier zu einer Art Routine von Kampfpatrouillen geworden. Wir haben aufgrund der deutschen Scharfschützen, die sich am höher gelegenen Orten wie Kirchtürme und Getreidesilos verstecken, viele Männer verloren. Daher haben wir auch die neue, wenn auch inoffizielle Anweisung, einfach jedes höhere Gebäude sofort zu sprengen. Das Bataillon möchte, dass ein Trupp ein Dorf nördlich von hier unter die Lupe nimmt, und genau dorthin machen wir uns jetzt auf den Weg. So, ihr habt's gehört. Wir müssen jetzt ein kleines Dorfchen, ja, erobern. Sieht aus, als wären da vorne noch ein paar Nebelwerfer, aber bislang kein Sichtkontakt. Ich habe einen 88er jenseits der Ecke gesehen. Rechnet mit mindestens zwei Mann und ein paar MG-42er. Was ist der Plan, Sarge? Ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer. Garcia, Hawkins, ab nach links mit Rossetti und Schulz. Der Rest folgt mir zu der rechten Flanke. Ich will Granaten, sobald wir in Reichweite sind. Brevin, McCloskey und Taylor, bleiben Sie zurück und sorgen Sie für Deckung. Haltet uns die Deutschen vom Hals. So, wie ihr sehen könnt, habe ich nur eine Springfield und Backhawk 45. Die Colt werde ich leider wechseln müssen. Obwohl eine Pistole für den Nahkampf ja immer ideal ist, und hier wird es viel zum Nahkampf kommen. Vielleicht lasse ich die Pistole auch und die Springfield tue ich weg. Die werde ich nur auf kurze Zeit brauchen. So, ich lege mich jetzt mal hier und spiele Scharfschütze. McCloskey, na los! Los, McCloskey! Am besten schalte ich sofort diese 42er-Stellungen aus. Das erleichtert mir die Arbeit erheblich. Das ist jede Menge Soldaten. Ich rück mal weiter vor. So, hier wird erstmal die Waffe gewechselt. Die Springfield werde ich wohl nicht mehr brauchen. Obwohl, da bin ich wirklich mit der Sache nicht so sicher. Ich lasse die Springfield vorsichtshalber mal liegen. Mal nicht liegen, genau so. Nimm die das Sturmgewehr 45, nehme ich mal auf. Und dafür lasse ich halt die Pistole liegen. Deutsche, bei den Fässern da drüben. Vor uns. Ich kann ja immerhin hier. Haha, ist der mehr gekommen. Ich kann immerhin als Scharfschütze was bewirken. Ach, die Granate, die war ganz schön hart. Da kommt die Verstärkung. Vier Mann, wow, vier Köpfe. Ich geh mal durch das Haus hier. Es ist vielleicht besser. Ich werde hier oben erstmal Hilfeleistung. Hilfestellung leisten. So. Oh, da ist ein Offizier. Er hat bestimmt schon das auf der Map gesehen, diese A, B und C.
das sind Sachen, die ich halt erobern kann und ich kann das machen, wie ich will. Also da ist keine bestimmte Reihenfolge. Ich muss nicht A und danach B und danach so weiter. Ich hab's frei. Ach du Scheiße, sind das viele. Ach du Scheiße. Hallo? Hilfe? Es wäre nett. Ach, danke. Ich habe dir auch ein Geschenk geschickt. Mist. Was Blödes aber auch. So, jetzt muss jetzt langsam sauber werden hier. Jo, das haben wir geschafft. Fehlen leider noch jede Menge Gebäude. Oh, Scheiße. Das sieht nicht sicher aus. Ne, das war auch nicht sicher. Das war auch nicht sicher. So, immerhin bin ich ja noch hier. Oh nein. Ah, blöd. Das kann sich hier wirklich hinziehen. So Jungs, ich muss euch leider abschießen, weil ich ja leider durch muss. Nee, aber ich möchte nicht, dass er mich tötet. Mist, ey. Ah, Angriff jetzt hier, ich hab genug, oh mein Gott. Ja, ordentlich. Nee, das ist nicht gut. Das habe ich nicht gesehen und das war auch gar nicht gut. Blöde Sache. Nochmal angreifen. Jemand da? Wollen wir jemand da? Na. Um Himmels Willen. Granate. Gottes Willen. Wie soll ich da denn durchkommen? Tötet die Amis. Nee, die deutsche Splittergranate. Um Himmels Willen, die Granate wird mich da fetzen. Nee, doch nicht. Ich leide hier, Leute, ehrlich. Jo, die Granate hat gesessen.
Scheiße! Ich konnte da nicht weg! Ich konnte da nicht weg! Ey, richtig scheiße, dass mein Kampf die zwei nicht die Granaten zurückwerfen kann. Das hätte mir das Leben wirklich erleichtert. Erheblich. Und zwar oft. Ey, mach doch mal was, Ami. Wisst ihr was? Das ist es, was ich meine. Ja, mit der doofen KI. Gut, in Call of Duty 2 hat sie sich erheblich verbessert, aber was soll man das noch sagen? Ihr habt es ja gerade selbst gesehen. Naja, dass das dauert, habe ich ja gesagt. Es kann sich etwas hier hinziehen. Aber das hätte jetzt auch wirklich nicht sein müssen. Vorsicht, Granate! Deutsche, Erdgeschoss! Beinahe zwei auf einmal. Beinahe zwei auf einmal. Deutsche, auf der anderen Seite der Fässer da. Nördlich von uns. Ach, kommt, Jungs. Ey, Spiel ist immerhin gespeichert worden, ja? Das ist doch mal ein Vorteil. Jetzt aber. Oh mein Gott. Die sind hier überall. Wie soll ich das überleben als einzelner Mann? Ich bleib hier in der Toilette. Ich mach mich doch jetzt eh um die Hose. Also. Das Haus gehört jetzt aber hundertprozentig mir, ja? Jawohl, das Haus wurde gesichert. Endlich mal. Endlich mal ein Fortschritt. So Leute, ich bleib jetzt nochmal hier im Klo, weil ich Angst hab. Und wir sehen uns beim nächsten Part.